Ja, es wird immer klarer, dass die US-Notenbank Fed die Kontrolle über die Märkte verloren hat, denn seit die Fed mit diesem großen Zinsschritt die Zinsen gesenkt hat, ist Geld wieder deutlich teurer geworden. Eigentlich das Gegenteil dessen passiert, was die allermeisten angenommen haben. Man hatte gedacht, ja, die Kapitalmarktzinsen, die sinken. Wenn die Fed die Zinsen senkt, würde ja Sinn machen, aber jetzt sagen eben diese Kapitalmarktzinsen, ergo die Anleihemärkte, nö, wir machen nicht mit bei der Finanzierung der Schuldenparty. Wenn ihr gleichzeitig noch die Zinsen in eine Wirtschaft senkt, die ohnehin diese Zinssenkung vielleicht nicht verdient hätte, diese 0,5er Zinssenkung. Also ein letztes Warnsignal durch die Kapitalmarktzinsen, auch durch Gold, das wieder mal ein neues Allzeithoch erreicht heute Nacht und vor allem auch durch den Dollar, der immer stärker wird, Euro-Dollar jetzt unter der 1,08er Marke, Dollar-Index steigt weiter, alles das. Eine Art Fundamentalopposition gegen diese Politik, die derzeit gefahren wird. Und die Fed glaubt, zumindest in Gestalt der Woken Miss Daly, der San Francisco-Chefin, die erst gemerkt hat, dass ihr ein paar Banken in die Luft fliegen, als eben diese Banken bereits in Kalifornien in die Luft geflogen waren, Silicon Valley Bank und so weiter und so fort. Die sagt, ja, ja gut, diese Entscheidung 0,5 zu senken war ein Close Call. Da hat Mr. Powell auf Geheiß von Janet Yellen ein bisschen gedrückt, damit das durchgeht. Aber sie selber sagt, ja, es gibt gar keinen Grund, jetzt die Zinsen nicht weiter zu senken. Offenkundig gibt es diesen Grund doch, nämlich die Märkte, die sagen, macht es besser nicht oder macht es, wenn, sehr, sehr vorsichtig. Und das sagt jetzt zum Beispiel auch ein Bank-CEO einer der größten Banken der USA, nämlich der Bank of America CEO Moynihan, der eben sagt, ja, die Fed war spät dran bei der Anhebung der Zinsen und muss jetzt aufpassen, dass sie die Zinsen nicht zu schnell senkt. Die wollen ja unbedingt die Zinsen senken. Die Märkte insgesamt, die Fed Fund Futures preisen aber sogar jetzt weniger als 2 Zinssenkungen noch für das Jahr 2024 ein, also nicht ganze 0,5%. Das war vor kurzem noch anders und das sieht man dann eben auch in den steigenden Anleiherenditen. Hier links die 10-jährige, die sehr deutlich gestiegen ist, rechts der Dollarindex, der hat deutliche zulegen können, wie Sie hier sehen. Also die Dinge, die laufen in eine Richtung, Dollarindex hier links praktisch ohne Korrektur, immer weiter nach oben, der Euro-Dollar jetzt unter 1,08, immer weiter nach unten, weil eben auch die EZB dovisch daherredet. Aber nochmal zurück zu den Anleiherenditen, kritischer Punkt jetzt, wir sind heute Morgen bei 4,24%. Diese Trendlinie bei TLT, also diesem ETF, das im Grunde länger laufende Anleihen widerspiegelt, wenn da die Kurse fallen, steigen die Anleiherenditen. Also das wird jetzt interessant, ob hier ein Bruch erfolgt oder ob diese Trendlinie nochmal gehalten werden kann, ergo die Renditen wieder zurückkommen, statt zu steigen. Insgesamt sehen wir jetzt ein ähnliches Bild wie eben im Jahr 1995. Damals auch die Kapitalmarktzinsen, die Renditen gestiegen und zwar ziemlich genau wie derzeit, kann man sagen, als die Fed eben 95 begann, die Zinsen zu senken. Normalerweise ist es eher häufig so, dass die Renditen dann fallen, aber jetzt steigen sie. Und die Frage ist, ja, was passiert dann mit den Aktienmärkten? Geld wird ja faktisch teurer, damit wird Liquidität teurer, damit wird es schwieriger, sich unbegrenzt hier vollzusaugen mit Liquidität, beziehungsweise es wird teurer. Jetzt sagt die, sagt der Goldman Sachs, naja, wir haben jetzt einen zweifachen oder einen Zweier Standardabweichung-Move in der 10-jährigen Anleiherendite. Wir sind 60 Basispunkte gestiegen in einem Monat und wenn wir auf 4,3% steigen, sagt Goldman Sachs, dann wird es schwierig für die Aktienmärkte, die das bisher weitgehend abschütteln, nicht aber zum Beispiel solche Indizes wie der Russell 2000, also die Nebenwerte in den USA an der Wall Street. Hier sehen wir mal dieses Auseinanderlaufen von Dingen, die sonst relativ zusammengelaufen sind. Wir sehen, dass der Dollar stärker wird. TNX ist die Rendite, während der S&P auch weiter nach oben geht.
Das wird irgendwann aufhören. Wer lügt, fragt hier Sven Henrik. Und der verweist auch hier auf einen Tweet, wo jemand sagt, also an diesem Punkt könnte selbst die Sonne explodieren und ich würde erwarten, dass der S&P 500 am Monatsende wieder gestiegen ist. Das zeigt so ein bisschen das Sentiment vielleicht, das wir derzeit haben an den Märkten. Auch bei Gold, da ist es allerdings weniger euphorisch. Manche berichten, ja, also wir haben nach wie vor zum Beispiel von Privatkunden, Goldhändler sagen, wir haben nach wie vor von Privatkunden eher mehr Verkäufe als Käufe. Das ist eine interessante Bemerkung, auch wenn hier solche Dinge in der Tagesschau kommen, wie ich gestern thematisiert hatte, dass der Goldpreis ein neues Rekordhoch erreicht und so weiter und so fort. Aber gucken wir uns mal Gold in Relation zum Nasdaq an. Da könnte auch ein Ausbruch bevorstehen. Und wir haben die Situation, dass wir noch niemals, never ever in der Börsengeschichte die Situation gesehen haben, dass sowohl der S&P 500 als auch Gold 25% gestiegen sind, der S&P 24, Gold 33%, also normalerweise passt das nicht zusammen. So starke Goldanstiege und gleichzeitig starke Aktienmarktanstiege. Gold jetzt so überkauft wie seit August 2019 nicht mehr. Aber wir haben jetzt an den letzten 4 Handelstagen, und da wird der heutige dazugehören, wenn man den asiatischen Handel heute Nacht dazu nimmt, wieder mal ein neues Allzeithoch erreicht. Also es geht immer weiter und es ging auch immer weiter, was die Aktienmärkte betrifft. Wir haben jetzt die höchsten Bewertungen seit Dotcom-Blase, da waren wir noch einen Ticken drüber, gemessen am Forward-to-Sales-Ratio, also die erwartete Umsatzentwicklung in Relation zur Marktkapitalisierung, also was sozusagen die Firmen jeweils wert sind, mit dieser enormen Konzentration auf 10 Aktien. Hier sagt jetzt Goldman Sachs, ist es auch, dass hier eben die Dinge so ein bisschen eskalieren mit dieser Marktkonzentration. Nvidia, Apple, Microsoft, wie sie alle heißen, die haben jetzt das höchste Konzentrationsrisiko, wie man sagt, in den letzten 90 Jahren. Und schauen wir uns mal an, was bisher an Berichten Saison gelaufen ist. Die Dickfische, die 10 großen, die kommen ja heute noch. Angefangen heute nachbörslich mit Tesla. Aber bisher haben 20% der S&P 500 Firmen berichtet. Gewinnwachstum 5,3%. Sales Growth, also Umsatzwachstum 3,2%. Das ist das Schwächste in einem Jahr. Dafür zahlt man aber ein Kursgewinnverhältnis von 24, das ist also sehr, sehr teuer. Gleichzeitig sehen wir SPY, historische Daten. Also das, was das Volumen etwa im maßgeblichen S&P ETF ist, miserabel. Gestern 34 Millionen Kontrakte, vorgestern 36, 37, 34, 30. Also da sagen sich Fuchs und Bär, gute Nacht, könnte man sagen. Aber wir haben gestern Erstaunliches gesehen. Microsoft über 2% gestiegen, jetzt an die Trendlinie rangelaufen. Also wir haben hier plötzlich eine Umschichtung auch unter großem Volumen, wie Sie unten hier in diesem oberen Chart sehen, meine Damen und Herren. Und manche sagen, ah, das sieht so aus wie ein Rounding Top beim S&P 500, also so eine Geschichte, die an Dynamik verliert. Der Markt wird immer sozusagen, ja, undynamischer. Und ob das kommt, werden wir sehen, ob hier jetzt eine Korrektur ansteht oder nicht. Korrektur ist auf jeden Fall das Stichwort bei McDonald's. Gestern die Aktie nachbörslich 10% gefallen, nachdem man Coli Bakterien nachgewiesen hat, offenkundig, oder zumindest viele Patienten, nämlich ein Toter und 10, die ins Krankenhaus mussten, aufgrund eben, weil sie bei McDonald's gegessen haben. Und das nur einen Tag, nachdem der gute Donald Trump dort sozusagen ein Praktikum gemacht hat. Da könnte man sagen, manche in den USA vermuten, das sei kein Zufall. Dass das jetzt einen Tag danach kommt, kann ich nicht beurteilen. Erwischt hat es dann gestern dann auch Starbucks, die 10% gefallen sind, weil eben der Umsatz von Starbucks 3% zurückgegangen ist. Same-Store-Sales sogar 7%, also praktisch in den Geschäften selber, ohne online. Und die sagen, die Occasional Customers
Die sind weniger gekommen, also sozusagen die Passanten, die Laufkundschaft war nicht so da, also offenkundig sitzt das Geld nicht mehr so locker, sagt etwas über die Konsumenten, nicht nur in den USA, also für McDonald's wie auch für Starbucks 2 aus diesem Gastrobereich ging es gestern deutlich nach unten. Geht es für die Demokraten auch weiter nach unten hier? Es scheint es offenkundig so zu sein, dass die Early Votes, also die Briefwahlen, sehr, sehr deutlich für die Republikaner sprechen. Die haben offenkundig eine hohe Motivationslevel, die Republikaner. Sind also sehr engagiert. Die Republikaner schaffen es, ihre Basis letztendlich sofort an die Wahlurne zu bringen. Viel mehr als die Demokraten. So einige Analysen. Joe Biden hatte gestern in einer Rede gesagt, wir müssen Donald Trump einsperren. Das passt so ein bisschen in das Bild jetzt einer eskalierenden Situation. Und die ist so eskalierend, dass manche wie Bill Gates oder auch Jamie Dimon von JP Morgan sagen, naja, also privat unterstützen wir Harris. Bill Gates unterstützt Harris, okay, das ist sicherlich totaler Zufall. Jamie Dimon sagt, ich will mich dazu nicht öffentlich bekennen oder will das jetzt nicht an die große Glocke hängen. Also niemand hängt sich da zu weit aus dem Fenster. Man fürchtet vielleicht, wenn Donald gewinnt, dass man dann ein Problem mit ihm bekommt. Interessant, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt mal den Kontinent wechseln, nach Asien gehen. Wir sehen Dollar-Yen im Rahmen der Dollarstärke weiter nach oben, über 152. Das ging jetzt wieder ziemlich zackig, während der Nikkei fällt. Und das ist ungewöhnlich. Normalerweise war ja eigentlich das Muster, je schwächer der Yen wird, umso besser für den Nikkei, weil dann die Exportfirmen im Nikkei profitieren mit einem schwachen Nikkei, die Verkäufe besser werden. Blicken wir jetzt mal nach Europa und Russland. Hier spricht Javier Blas von Bloomberg von einer Kafkaesken Energiepolitik Europas. Denn wir haben jetzt 3 Jahre Krieg fast und Moskau bezahlt seine Rechnungen mit dem Geld, das Europa für Erdgas an Moskau überweist, um seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Da hat der Mann einen Punkt, gell? Aber das darf man natürlich nicht laut sagen, gell? Weil sonst ist man böse und neigt zur Verschwörungstheorie, so wie bei Robert Habeck. Der will jetzt einen Deutschlandfonds machen. Da müssen sich Firmen mit einem Brief an ihn wenden und er entscheidet dann, also okay, genehmigt, nicht genehmigt, genehmigt, nicht genehmigt. Ich bin der Robert, ich bin der König der Wirtschaft, weil ich bin ja praktisch auch ein Literat. Ne? Und dann kann man ja solche Entscheidungen einmal treffen, statt Steuersenkungen, statt Dingen, die Firmen wirklich helfen, kommt jetzt wieder so eine Staatssubvention, die dann der Steuerzahler bezahlt, so wie diesen Quatsch beim Lieferkettengesetz, der von der Idee her ja schön ist, ja, wir wollen keine Kinderarbeit, völlig richtig, aber wie soll eine deutsche Firma, wie soll eine europäische Firma das wirklich effektiv kontrollieren? In der Realität war das nur ein immenser Bürokratieaufbau und jetzt sagt Scholz gestern, das kommt weg. Aha, warum ist es dann überhaupt hingekommen, fragt man sich, wenn es jetzt weg kann oder ist es Kunst? Hier sehen wir, wie das Ganze letztendlich im Endstadium ist. Hier gestern ja der Arbeitgeberpräsident, als Scholz wieder sagte, ja, Lieferkettengesetz und so kann weg. Und dann sagte er, das glaube ich Ihnen erst, wenn die Tinte trocken ist und es bei mir auf dem Schreibtisch landet, weil er sagt, so viele Versprechen wurden gemacht und es ist nie wirklich umgesetzt worden, auch von Lindner, der jetzt sagt, die subventionsgetriebene Umbau der Wirtschaft ist gescheitert. Damit hat der Mann einen Punkt. Die Frage ist nur, warum ist man dann noch in dieser Koalition, die eben mit diesen Mitteln versucht, eine planwirtschaftliche Situation mit der Energiewende zu schaffen, die natürlich nicht gut geht. Das sehen wir ja in den Zahlen. Deutschland ist das Schlusslicht laut IWF, was das Wachstum betrifft. Kein reiner Zufall, auch wenn natürlich bestimmte Dinge wie Russland, Ukraine-Krieg bei uns besonders reingehauen haben, Gas und so weiter. Aber es ist eben viel mehr. Es wurde verschlimmert durch diese Regierung, Deindustrialisierung, Investitionsabflüsse. Mal ein Blick auf das Desaster, verschiedene Parameter, die wir hier mal zeigen, gerne weiterempfehlen als Artikel. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die FED stärkt den Dollar und Renditen, beziehungsweise die Märkte tun das, weil sie der FED sagen, stopp, es reicht. Seid sehr, sehr vorsichtig, dass die zweite Empfehlung jetzt sagt, ich servus, ciao.